Guten Tag, liebe Besucher der Edothek. Ich möchte Ihnen heute den Mathehilfe-Kanal nahebringen und dabei die Playlist zur Kurvendiskussion herausgreifen. Zunächst etwas Allgemeines. Die beiden Herren Felix Dönhöfer und Christian Grün, man sieht sie hier in dem kleinen Bild, und den Felix Dönhöfer, den sieht man auch hier in dem Video. Der nennt sich da auch FEX. Die haben das Ziel, Wissen auf verständliche Art und Weise zur Verfügung zu stellen für Schüler. Und da geht es insbesondere auch um die Mathematik. Sie betreiben einen Kanal. Mathehilfe.biz ist hier auch in dem kleinen Bildchen zu sehen. Und dort können Schüler, die entsprechende Mittel haben, online Hilfe bekommen zu vernünftigen Preisen. Aber da will ich nicht mehr zu sagen, das kann man sich dann einfach mal anschauen, wenn man diese Webseite mal aufruft. Wissen stellt heute ein entscheidendes Erfolgskriterium dar und das sollte für jedermann zugänglich sein. Den Schülern mit ausreichender Internetkompetenz, denen stehen hier außer diesen Videos natürlich auch persönliche Hilfe zur Verfügung, für die man zahlen kann, aber das, was hier zu sehen ist, ist alles gratis. Zu meiner Zeit war das noch so, dass man, wenn man Hilfe brauchte und dafür zahlen konnte, dann hatte man eventuell den netten Abiturienten oder Studenten von nebenan, vielleicht auch einen Lehrer, der ein Zubrot brauchte. Und das war natürlich dann mit vielen Kosten verbunden. Die Schüler, die Internetzugänge haben und diesen Kanal finden, die müssen dafür nichts zahlen. Und ich habe dann aus diesem Angebot mal die Kurvendiskussion herausgegriffen. Ich klicke hier auf Playlists und dann hier auf das Symbol und da sehe ich hier, da gibt es schon sehr, sehr viele Playlists. Wenn man die eine gefunden hat und man hat den Kanal, dann findet man natürlich automatisch auch die anderen. Ich greife hier mal die Kurvendiskussion heraus und da sehen wir, dass es da sechs verschiedene Videos gibt, die auch schon alle recht häufig aufgerufen wurden, obwohl das erst recht frisch ist dieses Angebot. Und man sieht, dass das natürlich hier nicht für Mathestudenten gedacht ist, sondern für Schüler der Mittel- und Oberstufe oder für deren Eltern, wenn die als Ansprechpartner für entsprechende Hausaufgaben bereitstehen möchten. Und das trifft wahrscheinlich dann auch nur für Eltern zu, die aus ihrer Schulzeit keine Mathephobie behalten haben, wie das ja in meiner Generation noch oft der Fall ist. Man hatte mit den Mathelehrern mal Glück und mal Pech. Manche Lehrer konnten es nicht richtig rüberbringen. Da hat man dann gar nichts verstanden und war nur froh, wenn die Stunde zu Ende ist und man die schlechte Note in Mathe mit einem anderen Fach ausgleichen konnte. Falls man heute so einen hat, kann man sich eben diese Kurvendiskussion hier nochmal von verständlicher Seite erklären lassen. Ich klicke mal auf eines drauf, Nullstellen berechnen von x² minus 4 und da erzählt dann der FEX, ich warte noch ein paar Sekunden. Hallo, grüß euch. Heute möchte ich eine relativ einfache Aufgabe mal zeigen, also einfach wie man die Nullstellen des Theorems x² minus 4 bestimmt. Ich halte das jetzt Danke, wieder an, Max. weil das kann man sich ja dann selber anhören. Bei dieser Playlist, da geht es um Nullstellen, Scheitelpunkte, Mitternachtsformel und auch die Polynome werden sehr verständlich dargestellt. Und ich war am Ende sehr überrascht, als ich da sogar einen Gag vernommen habe oder ich konnte den lesen. Da stand dann, was ist 3 mal 7? Trivial denkt man, 21, aber 3 mal 7, das bedeutet ganz feinen Sand. Und dann war die nächste Frage, 4 mal 6? Der Brüde denkt an 24. Der andere sagt, oh, ganz anstrengend. Und da sage mal einer, dass Mathelehrer sehr humorlos sind.